Ich hatte mir eigentlich überlegt, wie kann ich diesen Song einläuten. Aber Mal ein schönes Intro erstmal. ja, warte mal, guck mal, guck mal. Lass mich es so sehen. In der History vom Kollegah war es so, wann ist er, das Zuhälter Tape 4 kam zu einem Zeitpunkt, wo Kollegah die Rekorde in Deutschrap gebrochen hat, als wären es Glasknochen. So leicht hat er die gebrochen. So klack, klack, Rekorde, eins nach dem anderen genockt. Dann kam Zuhälter Tape 4, wo es auf einmal eine Stilrichtung geht und man sich denkt, wow, das ist doch absolut keine Mainstream-Mucke. Und ich meine, Zuhälter Tape 4 hat es jetzt geschafft, Platin zu gehen. Du Ja. musst mal überlegen, Platin, glaube ich, ist jetzt soweit. Wie krass. Oder Gold. Gold ist auf jeden Fall, aber das ging in so eine Richtung. Mit so einem. Also überleg dir mal, was ist das? Zuhälter-Tape. Der Name. Und ich finde es richtig so. Das ist eigentlich die Reihe, wofür Kollegah ja am meisten bekannt ist. Und auch die Reihe, die einfach atmosphärisch und geil ist, wo dieser ganze Humor von Kollegah, wo er diesen ganzen Wortwitz in einer Art und Weise verpackt, die einfach nice ist. Wo einfach Kollege ausrasten kann. Das ist sein Spielfeld. Und hier seht ihr, guck mal, 5 Minuten 30. Ich glaube, hier werden noch geile Skits und sowas kommen. Also lassen wir uns einfach Sieht so mal aus. Boah, ich bin gespannt. reinhören und Damit Leute, heißen wir euch willkommen, Leute. ist Wir sind so. die Ravennas. Der Intro-Machende ist der Mason Assalamu in alaikum. der Mitte meiner Schwester Megan und ich bin der John. Yalla, leg los. Oder? Guck mal, was ein Ringchen der hat. Ich schwör's dir. Sieht voll heftig aus. Schön klassisch gehalten, wie immer. Boah, sehr stylische Kalaschnikow, Digga. Sehr Für stylische jeden Kalaschnikow. Move gezeigt. Mein Gott. Digga, der. Oh nein. Sorry. Digga, der Arme. Tom. Wer ist das? Der knallt Oh, ja für nicht. schon. Oh. Frederik! Was? Ja, den kenne ich sogar auch noch, ja. Von der Dings-Promo-Phase, gell? Von Ja. der Ding. Wie heißt die nochmal? King-Promo-Phase. Der ist fett geworden, aber richtig fett. Stimmt, Digga. Gut, dass er den wieder auspackt, ey. Digga, Was das. ein epischer Boah, wie krass das Einstieg. aussieht. Tom, nein, Ich Schwester. schaue. Guck mal, das ist auch immer so wichtig, dass die Künstler einen Bilder bieten während der Ja. Dings. Auch mal still stehen bleiben, nicht rumzappeln die ganze Zeit. Übergestapelt im Cash, noch mehr gestapeltes Cash. Frederik, gestapeltes Cash und bring das Tafelgedeck für das Abendbankett. Sonst könntest du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorparkett. Hallo Deutsch. Das kannst du glatt draufgehen wie Wie auf auf sein meinem Marmorparkett. Barberpaket, weil es so schön Krass. spiegelnd und Dings ist, glatt verlegt. Mir geht's gar nicht mal schlecht. Ich war turned off vom Game, hielt mich paar Jahre bedeckt, flanierte. Ach krass, guck mal diese Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so von King. Das sind so die Bilder, die man kennt von der. Warte, ganz kurz. Deutschland, mir geht's gar nicht mal schlecht. Ich war turned off vom Game. Das ist wie beim Musikvideo. King. Weißt Du du noch? bist King. Hm? Nein, nicht. Ja, aber ich kann mich erinnern. Auch von dem Musikvideo auch angelehnt. Aber ich frage mich, wieso. Weil Zuhälter Was Tape ist das? 4? Ich habe gar nicht verstanden. Komm, das ist diese Szenerie, wie die King. damals aufgebaut wurde beim Musik. King-Musikvideo. Ah, okay. Kannst du erinnern? Wir haben es mal gemeinsam gehört. Das kann ich mich sogar Boah, noch gar nicht, erinnern. Digga. Ja, egal. 5K-Video. Krass. Hielt mich paar Jahre bedeckt, flanierte Oha. an Schwanenseeflächen. Mein Tagesgeschäft bestand zu lang aus Touren und Taxis wie ein Adelsgeschlecht. Ich war lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen. Nix los, bloß Kids an der Spitze oben. Krass, Digga. Hey, Kollege. Ey, ich komme da überhaupt nicht hinterher, ne? Ja. Ich komme gerade auch, diese Taxi-Line hängt noch richtig in meinem Ja, ich bin noch Gehirn. da, Digga, dann hörst du noch was vom Bogen. Digga, warte. Daddy ist back, ich erzieh diese Missgeboten. Blick drohen, strenge Fahrttermine wie Pizzaboten. Kid, Rap ist heute neben Profit. Trotzdem ein Tape nach alter Muster, das dein Schädel durchsiebt. Wie Ey, Ey, ich irre komme ich gerade mich? absolut nicht hinterher. Irre ich mich oder ist sein Flow und seine Aussprache ein bisschen spitzer, ein bisschen bissiger geworden? Es ist. Der ist diesmal voll Auf den langsam, aber Punkt voll bringen. gut.
Ja, oder? Guck mal, Kollege macht oft so, Flo Also so. dieses Ja, das war so auch. sch Und der rattert gefühlt öfter. Er macht Ja. immer so zwischen Monatstagesender, Unterboden, da, Ja, das, das, diesmal so voll langsam. Galadola, irgendwie so flaut er oft. Das ist mehr so, schon so spitzer, wie du sagst, so gehackter. Guck mal, da macht er die ersten beiden oder der macht die ersten beiden Töne schneller und dann der Rest langsam. Das ist voll der schöne Flow. Der Jeju-Musik, der alte Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der Sohn einer Hure. Du behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Ach so, nein, eine Hure, auch ihr Sohn ein. Warte, das, guck mal, Warte, was war mit dem Sohn? das ist die legendärste, einer der legendärsten Lines. Weil Kollege bringt zu jedem Zuhälter-Tape-Intro diese Line: Du bist der Sohn einer Hure. So, im letzten war das, du bist der Sohn einer Punkt, Punkt, der Sohn einer Punkt, Punkt, Punkt. Selbst in Frankreich, du bist, sagt man, du bist der Garçon. Das bedeutet Junge einer Punkt, Punkt, Punkt. Also Sohn, Garçon. Wisst ihr, manchmal, immer wieder schafft er das, diese Line neu zu präsentieren. Behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Ach so, nein, eine Hure, auch ihr Sohn eine Hure. Sie fragt Boss, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn ein, du Hure. In meinem Schloss erhält der Oha. Mondschein die Flure. Sucht der Butler mich, fragt er auf allen vier den Koks weißen Spuren. Tritt aufgeschreckt herein, mit Staub bedeckt der Mike und sagt Schluss, Boss, mit Tennis, Golf und Bootsreisetouren draußen fordern. Ach, Oh, der wird krass, aber immer Digga. schneller auch. Ja. Aber ich finde das Bild doch krass. Das ist wirklich die Kombination aus King und diese Zuhälter-Tape, was damals Aber war. das, was dir dargeboten wird, nicht nur hier visuell, sondern auch audiovisuell, Digga, du hast ein Ja. Bild vor dir Ja. einfach. Der beschreibt es wie ein Buch. Kennst du das in einem Buch, wenn du eine Szene beschreibst, dann sagen die noch, ja, während die Sonne schien und der Wind durch meine Haaren geweht hat. Pfeift. So, so ist sein Rap so. Ja. So ist sein Was Rap, ein ne? Beispiel. Ja, Er ist doch so, Bildbeschreibung. Digga. Bildbeschreibung Ja, in Mann, aber du Rapform. hast recht. Sie zerberste doch das Land mal. Im Ernst, ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer, schrieb bei Ah. Kerzenleuchter Flamme, paar perverse Flows, der beste Host, der Boss wird höchstens gegenüber Schmerzen. Tolerant hat eine ehrenlose Mama, die für Guthaben ackert, bläst im schäbigen Bordell, an dem mein Buchstabe flackert. Ich mach Boah, das ist ein geiler Flow, aber wie du sagst, du hast eben Oh. gesagt, das ist knackiger. Ja. Blutler fuckert. Ja, der hat recht. Blutbad-Massaker, Sturmwetter, Action, Hurentöchter durchlöchern wie ein Durstlöcher-Päckchen, dass die Wurfmesser treffen. Ein Schlag ist folgend Rehkicks, harte Combinations, wie man zahlen, Schloss am Safe geht, das ist Mafia-Boss-Ästhetik. Labrador im Käfig, Ach melancholisch du Mula in der Scheiße. Abendsonne zählen immer noch. Boah, Oh, wow, was für Bilder auch gerade gezeigt Digga. wurden, gell? Ey, Leute, ich muss Ey, der sagen, Boss ist ich weg und bin füßlicher Pracht. absolut kein Kollegah-Fan. Nicht im negativen Sinne, sondern einfach, weil, Digga, ich bin zu dumm dafür. Ich bin der einfache Typ, Digga. Ich bin der dieser Singsang ein bisschen. Aber ich muss sagen, das gefällt mir so krass, Digga. Ne? Das ist so nice. Das ist so nice einfach. Das Einzige, was mich noch stört, ist eine Reaction und wir müssen Stopp drücken. Ja, Ich würde es mir das ist zu schon zu gern stressig. komplett geben. Oh mein Gott. Straßenapotheker, immer noch King of the Street, immer noch Finger im Spiel, wie der Zahnarzt von The Game, immer noch Punks auf Distanz halten wie Dragunov-Gewehre, sonst tanzen sie auf der Nase rum. Oh, jetzt hab ich Warte, der hat ein gebannt. bisschen gebraucht, aber immer noch Finger im Spiel Wie der Zahnarzt. von The Game. Weil The Game halt das spielt das Spiel. The Game war ja der Rapper von der mit 50 war. G-Unit. Was nochmal? Wie war die Immer noch Finger im Spiel. Ah, oh mein Wie der Zahnarzt Gott. von The Game. The Game, The das Game. Spiel. Wie der Zahnarzt? Von The Game. The Game ist ja der Rapper und der das Spiel über. Okay. Der hat ein bisschen Ich gebraucht, dachte, übersetzt. das wäre gerade drei Deutsch, weil irgendwie The Game noch irgendwelche Zahnprobleme hat oder so. Keine Das wäre Ahnung, zu Digga. krass. Digga. Das wäre zu krass. Vielleicht. So, Guck mal, Digga, diese Bilder, ich feier die. Kollege ist richtig informiert, Digga. Der weiß von seinen Das wäre Zahnwurzel, Zahnwurzelproblemen, Digga. Immer noch Finger im Spiel, wie der Zahnarzt von The Game. Immer noch Punks auf Distanz halten wie Dragunov-Gewehre. Sonst tanzen sie auf der Nase rum wie Partyhost bei Raves. Ich verlass mich auf dem Leben, auf Ah. Kalaschnikow-Mägen statt auf Spasten, die Den nur hab ich reden. Ich verstanden. verachte eure Szene, yo, mein Name ist Kollege. Ich bin hobbymäßig Pusher, lese Tolstoi im Rolls Royce und ficke deine Mutter. Bitch, die Was für ein Digga. Ich finde die Szenerie einfach so genial. Respekt an den Videomacher, wirklich. Der hat so gut Szenen geschossen.
Diese Rapper und den Modemarkenfetisch check ich leider wenig, wie die Cops mein Drogenfach chinesisch. Ich komm Brot nicht patenmäßig. Dominante Gestik und die Vögel knicken schneller ein als Origami-Schwäne. Du machst Clubhits für kleine Kinder. Geil. Ich stech dir auf die Brust mit dem Zeigefinger. Schluss mit der Scheiße, Spinner-Rap kann jeder Vollidiot, der sich ne Rolli holt. Auf einmal kommen unbekannte Schwänze aus ihren Löchern. Glory Hole zu hell. Boah, der Typ ist krank, Digga. Guck mal, wann hörst du Origami? Auf einmal kommen unbekannte Schwänze aus ihren Löchern. Glory Hole. Ey, aber guck mal, wann hörst du so Wörter wie Origami-Schwäne in einem Rap? Ja, Mann. Aber der hat so geil verpackt mit die Vögel brechen leichter als Origami, der es gesagt hat. Aber es war sehr schön verpackt, ey. Das ist so krass, ne? So mit Klasse hebt er sich so ab, so von jedem anderen. So. Ja, der unterstreicht einfach diese Boss-Level. Tape, wenn ich ankomme, mit Uzi gibt es blutige Fäden wie bei deinem Tampon, du Pussy, wieder typisches Ratata. Lyrisches Massaker, der Rest macht nur Fake-Streams wie mein künstlicher Wasserfall, lass das Blut spritzen. Wie bei geil! Dann kurz den Flo durchwischen und die Blutspuren vernichten. Warte mal, stopp! Künstliche Der macht Streams künstliche Streams wie mein aber warte mal, richtig geil war das, wie sie. Guck mal. Lyrisches Massaker, der Rest macht nur Fake-Streams wie mein künstlicher Wasserfall, lass das. Er macht nur Fake-Streams wie mein künstlicher Wasserfall. Okay. Ein Stream ist ja so. Okay. Richtig geil. Oh mein Gott. Blut spritzen, wie bei Purpur ne Flüsse. Dann kurz den Floh durchwischen und die Blutspuren vernichten. Und dann? Ja, nix, das Bosses Hut, Kurzgeschichten sind wie sein Luxusohren-Wristband, da wird ruckzuck durchgegangen. Kid. Und das ich weiß immer nicht, so warum der es gemacht hat, aber das war so abwertend. Digga, red nicht. Ja, so. Lass mal ganz so. Guck mal, das sind diese Stilelemente, die Kollege immer wieder hat. Also, eine Frage stellen, ne, irgendwas in den Raum werfen, da sagt eine andere Person, ja, was ist denn damit? Und dann so beantwortet er die nochmal. Das ist immer richtig nice. Dann kurz den Floh durchwischen und die Blutspuren vernichten. Und dann? Ja, nix, das Bosses Hut, Kurzgeschichten sind wie sein Luxus-Ohren-Wristband, da wird ruckzuck durchgegriffen. Kid. Neuer Murder-Case, Tick Purple Haze, dass das Hirn wegbläst wie Kurt Cobain unterm Shirt AKs. Schick im Rotlicht dein Girl raus, da heißt's blown bis zum Burnout wie bei Birthday Cakes. Ey. Krank. Ah, Digga. Dezent cringe, aber krank. Dezent cringe, aber unnormale Line. Oh. Will ich wiederholen. Weiter. Lass so stehen. Mach weiter. Back in alter Zuhältermanier. OG, doch so fresh, als wär ich Rookie of the Year. Mach nicht auf Zeug, Ticker, Kid, du bist ein freundlicher Jointkiffer. Bitch, der Boss ist back wie die 90er. Skyline scheint auf die City. Hustle bis zum Tod, so wie Nipsey. Big Dreams, und der Kreis bleibt klein. Entweder hat er nicht gemacht. Bei oder du fixst irgendwann ist das. Hat er nicht gemacht. Digga. Was war jetzt mit hat er nicht gemacht? Ich hab das so gefeiert von Kollege. Welchen Song war das? Herbst? Mhm. Wo er dieses Gesungene gemacht hat. Also Sing-Sang seine Stimme. So hart bei dem. So voll ungewohnt mit seiner Stimme. Ah, vor allem, es wird immer moderner so gefühlt. Ja, Mann. Ja, das ist... Vorbei. Für Gangster ist der Tod prophezeit. Doch es ist noch nicht vorbei. Vorbei. Solange das Red Light scheint auf die Take 9. Die, was ein Bild, Digga. Guck mal, das Krasse an Kollegen. Ist jetzt ernsthaft, wegen wen passt 10 nach Frankfurt gekommen? Anscheinend. Ja, Digga, das ist Frankfurts neue Filmhauptstadt geworden. Gefühlt ja. Aber den bestimmt hat er noch mehr gemacht. Ey, man muss aber, guck mal, wie geil das rüberkommt. Stell dir mal Kollege als einen Charakter vor. Wirklich als einen Charakter. Als dieser Mafia-Boss, der mit dir spricht. Und noch immer an diesen Vergleichen mit dir redet. So, beispielsweise, wie hat er das gesagt? So, stell dir vor, diese Fake-Streamline. Der haut das so mitten im Gespräch raus. Ja, die machen nur alle Fake-Streams, wie mein künstlicher Wasserfall. Der, das hat er doch immer in seinen Blogs gemacht. Ja, ne? Genau. Und der hat diesen Charakter so geil geschaffen, sodass dieses Produkt in sich so witzig und stabil ist. Ja, Mann. Der Kollege hat ein neues Bild von so einem Mafia-Typen geschaffen. Und der hat einen krassen Bart, muss man schon sagen. Mafia-Typen, ja, ein lyrischer. So sind ja diese Mafia-Typen. Die haben immer einen Hang zu, entweder zu Poesie oder zu irgendwas anderem. Ist das so? Ich weiß es ja nicht. Ja, die haben immer irgendeinen Hang zu so einer, entweder zu chinesischer Kunst. Irgendwas ist so ein Extreme immer. Ja, die haben irgendwas, was die feiern. Meist Poesie, chinesische Dings. Der ist Lyrik. Und das passt so gut. Der hat diesen Charakter so gut gemacht.
Maschallah. Ja, der Boss ist back, Mustafa Warte. Elgari wieder. Der hat ja auch das Video für Dings gemacht. Oh. Geil. Was? Oh, was Erinnerungen da? Wach? Warte, als die Rap-Szene, revolutionierte. Was? Sicher, machen wir noch mal ein bisschen zurück. Digga, ich kann's auch lesen. Da werden Erinnerungen wach, als ich die Rap-Szene revolutionierte. Krass. Ich muss schon sagen, wie du es schon gesagt hast, so als krasses Endprodukt und sowas geil geschaffenes, ja, als Fan, Digga, ich hab noch nie gerade so ein Gefühl, eine Box kaufen zu wollen. Ich werde das wahrscheinlich nicht tun, weil am Ende des Tages, ich bin nicht jetzt der Kollege-Fan, der angesprochen wird, ja. Aber so vom Vibe her, vom Gefühl her, hat es mir voll das Gefühl gegeben, dass es voll an Wert hat, diese Box. Ja, Mann. Einfach nur wegen der History, Digga. Und wegen dem Geschaffenen. Das ist so, sowas, wegen wenn dem du die, geilen Ding so. Wenn du dir das entgehen lässt, du, das ist so, als würde, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Das ist so, als würde, gib mir irgendeine Legende. Irgendeine Filmlegende, sagen wir mal. Als würde Jackie Chan, und wie heißt der andere nochmal, von Rush Hour? Ich kenne seinen Namen. Als würden die noch einen Rush Hour Teil drehen wollen. Und wollten die doch auch, Digga. Und das ist so, als würdest du dir das im Kino entgehen lassen. Nein, du gehst ins Kino, weil du dir dieses Erlebnis nicht entgehen lassen willst. Und das ist es. Und dann bist du umso glücklicher, wenn das Ergebnis am Ende so schön ist. Dann hast du Glücksgefühle. Ja. Das ist also im Großen und Ganzen. Was, es hat noch eine Minute. Wie, es hat noch eine Minute, ich Digga. Der macht noch Werbung macht für die Box, so lang, Digga. Promo? Der auf hat. Der macht bis jetzt vorbestellen. Warte, aber da muss doch noch irgendwas kommen. Ja, natürlich. Ach so, Frederik, noch Skits, Digga. Achte auf die Skits, sind immer Legende bei Kollega. Frederik am Stapeln. Er musste den ganzen Tag nur Geld sammeln, oder was? Ja, stopp. Und sie stapeln. Ja, Achso, ist ja vielleicht dann. Der hat irgendeine Line am Anfang gesagt, Frederik am Stapeln. Ich stapel das Geld auf gestapeltem Geld. Ach so. Frederik, bla bla bla. Ich stapel irgendwas so. Ja. Ach so. Und das sieht man noch am Ende. Oh, puh. Oh, wenn der Boss das sieht. Stimmt, das kenn ich doch, Digga. Wenn der Boss das sieht. Hä, warte mal, Digga, der hat hart zugenommen, wenn das sein wirklicher Körper war. Ja, Mann. Und nicht, dass er was drunter hatte, Digga. Ja, Mann. Ja, ey, krass. Geiles Ding. Echt wirklich, das hat mich voll gefreut. Gelungenes Intro. Typisches Zuhälter-Intro. Cringe. Zuhälter-Tape-Intro. ja. Egal, das war die Reaction. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, bestellt ihr euch die Box vor, weil ich hab's gemacht. Ja. Salam alaikum. Hast du wirklich mal? Ja, hab ich. Krass. Ja, die meisten blendet Ding. Einmal die Bestellbestätigung ein, natürlich ohne. Natürlich, ob ich mir die Arbeit mache. Das Digga. Digga, ich hab letztens der Reaction gezeigt, welche Box ich noch hier hab. Ja, man kann welche? Komm, zeig ich doch mal einmal schnell, um das rauszuhauen. Größte Bereuaktion meines Lebens. Digga. Größte Bereuaktion. Damit hänsel ich den jeden Tag, Digga. Zu der Zeit, ich war fertig. Behalt es, später mal, wenn du, wenn deine Kinder ungehorsam sind, dann kannst du den einen drüber wischen damit. Ja, okay. Ich werde dir zwingen, das Album zu hören. Ja, natürlich im audiovisuellen Sinne, ne? Ja, ja. Als okay, ob ich schlage. Jalla, okay, lass mal ausmachen. Lass Salamu alaikum, Leute, macht's gut. Ich werde die so damit wegnocken.